Gladbach ganz in Weiß schien zunächst alles nach Plan zu laufen. Nach einem Freistoß erzielte Matthäus das 1:0 bereits in der 9. Minute. Doch schon früh machte sich in der Borussenabwehr Leichtsinn breit. Flair passt hier nicht auf und bringt dann Meier zu Fall. Müllmann verwandelte den Strafstoß zum 1:1 in der 13. Minute. Insgesamt gesehen war es ein faires Spiel, auch wenn fast im Gegenzug schon der nächste Strafstoß fällig war. Er wurde verursacht von Fichtel beim Duell mit Bödecker. Hannes wird ausführen. 2:1, 15 Minuten sind gespielt. Gleich ein Freistoß für Werder. Flair hatte ihn verschuldet. Bracht wird hereingeben und am 5-Meter-Raum steht Verteidiger Siegmann ungedeckt. Der Ausgleich zum 2:2 fiel in der 31. Minute. Fichtel war ein glänzender Organisator der Bremer Abwehr. Zu loben ist auch das Zusammenspiel mit vielen gelungenen Doppelpässen. Bracht regierte zusammen mit Müllmann im Mittelfeld und Meier lässt sich dann auch von Kleff nicht mehr aufhalten. 45. Minute, mit einer 3:2-Führung für Werder ging es in die Pause. Müllmann profitiert von Gladbacher Schwächen im Zweikampf. Nach 64 Minuten führt Werder sogar mit 4:2. Dieser dritte Strafstoß nach einem Zusammenprall von Fichtel und Mill quittierten selbst Gladbacher Anhänger mit Gelächter. Hannes vergab die Möglichkeit, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Werder Bremen verdiente sich den 4:2-Sieg mit einer imponierenden Leistung.